Manuel geht heute mit Farbtöpfen wandern. Und zwar auf seinem Wanderweg. Für den Weg Nummer 25 am Tanaser Berg hat er die Patenschaft übernommen. Und somit die Verantwortung, dass der Weg gut markiert und frei von Hindernissen ist. Nachher habe ich mir halt gedacht, ja, das kann ganz interessant sein, so mit einem Kollegen oder mit einem Freund so ein bisschen wandern zu gehen und die Wege zu streichen. Bei der Alpenvereinssektion LAS sind es 18 Wegepaten, die sich seit März diesen Jahres um das Wegenetz kümmern. Einen ehrenamtlich tätigen Wegewart gab es auch schon davor, aber nun hat er Unterstützung. Zuerst haben das 3 bis 4 Personen gemacht und dann sind wir draufgekommen, dass das einfach zu wenig, dass wir zu schwach sind. Und dann haben wir gesagt, wir müssen uns was hinfallen lassen. Dann ist die Idee geboren, dass man auch probiert, eine Patenschaft zu gründen. Die Idee fand schnell Anklang. Die Aufgaben des Wegepaten lassen sich ja auch gut mit einer gemütlichen Wanderung verbinden. Denn das Wichtigste ist, den Patenweg mindestens 2-mal im Jahr abzugehen und zu kontrollieren. Manchmal ist der Weg verlegt oder beschädigt. Meist müssen nur die Markierungen freigeschnitten und nachgemalt werden. Die Beschilderung muss auch in Ordnung sein. Es sind Arbeiten, die allerdings viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich persönlich glaube, dass man erst dann, wenn man selber einmal einen Weg gewartet hat, weiß, was eigentlich für Arbeit dahinter steckt. Und erst dann man eigentlich diese Arbeit schätzt. Ich kenne jetzt Personen, die uns eigentlich schon sehr schätzen und unsere Arbeit vor allem, aber auch solche, die das wahrscheinlich gar nicht wissen, wie viel Arbeit da dahinter steckt und wie viel Mühe. Weil sonst wäre es nicht möglich, dass manchmal auch so Vandalenakte geschehen. Die Arbeit der Wegepaten findet bisher nur positive Rückmeldungen. Ein intaktes Wegenetz ist für die Gemeinde von großer Bedeutung. Die Patenschaft ist eine sehr positive Idee, um, wie erwähnt, die Nachhaltigkeit zu gewähren, dass die Wege erhalten bleiben. Sehr lobenswert von den Menschen, die eine Patenschaft übernommen haben. Es steckt natürlich auch sehr viel Verantwortung und Arbeit dahinter. Wir als Gemeindeverwaltung erhoffen uns natürlich auch durch intakte Wanderwege ein ansprechendes Angebot für Einheimische, aber auch für Gäste, die die Natur in LAS und um LAS nutzen möchten. Nur selten ernten die Laser Kritik an ihren Wegemarkierungen. Einheimische und Touristen haben bisher noch immer ihr Ziel gefunden. Für Anregungen von Seiten der Wanderer ist der AVS trotzdem immer dankbar. Die Wegepaten sind ehrgeizig dahinter, jedes Orientierungsproblem engagiert zu lösen.